Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Hearts im Final Mix. Wir sind immer noch mittendrin im quasi Tutorial fürs Item Crafting. Aber vorher möchte ich nochmal kurz einen Trip nach Nimmerland machen. Ich habe nämlich die Gelegenheit schnell genutzt, um offscreen noch die Achat-Tropfen von den Anthropozinas zu farmen, die ich noch brauche. Und es hat lange genug gedauert, dass wir jetzt im Nimmerland eine neue Tür im Glockenturm aufmachen können. Das heißt, wir machen jetzt einfach eine kurze Tour nach Nimmerland. Wenn wir schon gerade da sind, zeige ich euch die zwei tatsächlich Special Heartless, die es hier gibt. Davon ist zwar nur einer wirklich Nimmerland-exklusiv, aber im Endeffekt, ich kann mal so viel sagen, es geht um eine spezielle Art von den Pilzen, diese Fungis. Die Ra-Fungi, die wir ja auch schon... Habe ich mich doch vertan? Ich dachte tatsächlich... ich brauche ja nur auf die eine Uhr zu gucken, die verrät's mir ja. Vielleicht habe ich mich doch vertan. Ich dachte eigentlich... Welche ist es denn? Okay, es ist tatsächlich noch nicht so weit, okay. Oder wir haben die Tür schon aufgemacht. Wir haben ja zwischenrein auch schon mal Türen geöffnet. Dann hat sich das wohl ausgerechnet jetzt überschnitten. Egal. Hätte ja sein können. Wisst ihr was? Dann machen wir halt auch nicht im Nimmerland weiter. Sondern regulär. Auf jeden Fall, ja. Im Nimmerland gibt es zwei Special Heartless, die wir gut abfarmen können. Allerdings zählt es auch für den tiefen Dschungel, denn da gibt es auch eine Fungi-Art, die wir da am besten farmen können. Und deshalb gehen wir eben dort jetzt auch hin. Ich kann gerade mal gucken, brauche ich von... Gehen wir mal als erstes ins Zelt. Zum normalen Special Heartless dieser Welt, nicht zum Fungi. Ich glaube, ich habe mir das wieder nicht anständig notiert. Gehe ich da recht in der Annahme? Ich habe hier im Endeffekt schon für den Stream, wo ich die ganzen Materialien gefarbt habe, eine Mordsliste angelegt, damit man halt auch so ein bisschen den Überblick drüber hat, welche Materialien man halt auch einfach braucht. Ach, tatsächlich. Okay. Wir brauchen zuerst zwei Donnertropfen. Wer gibt uns Donnertropfen? Richtig, die schwarze Ballade, ihr habt's alle gewusst. Und die treffen wir hier im Bambusdickicht. Und zwar gleich auf Anhieb. Perfekt. So, wir wissen hoffentlich alle noch, wie es funktioniert. Die schwarze Ballade ist ein Hütchenspiel, in dem ich schlecht bin. Mindestens zweimal müsst ihr richtig liegen, um einen 10% Schuss auf einen Donnertropfen zu haben. Ich glaube, ich mache das lieber wieder so. Ich habe es aus den Augen verloren. Ich glaube, es ist die zweite von rechts und ich habe recht und kriege keinen Donnertropfen. Mit jedem Mal richtig liegen, steigt die Chance. Beim vierten Mal kriegt ihr sicher einen. Und ich habe keine Ahnung. Die Mitte vielleicht? Nein. Das Glückliche ist, falsch liegen bedeutet nicht sofort, dass es aus ist, sondern ihr könnt es halt im Endeffekt, ich glaube, fünf Versuche. Fünf oder sechs. Ich glaube, ganz rechts. Ich bin schlecht da drin. Die Kamera... Macht ihr Übriges hierbei. Ich glaube ganz links. Früher oder später verschwindet er halt irgendwo hinter, meistens hinter Goofy, weil Goofy einfach größer ist. Ich glaube der zweite von links. Ach komm. Ich glaube das war der letzte Versuch. Ja, jetzt löst er sich auf. Ja. Ich hatte tatsächlich Glück während dem Stream einmal, dass ich hier dreimal richtig lag und zweimal einen Donnertropfen gekriegt habe. Wie viel brauche ich eigentlich noch? Zwei. Ja. Mache ich offscreen. Aus offensichtlichen Gründen, würde ich behaupten. Oder haben wir vielleicht gerade Glück, dass er nochmal da ist? Mir fällt übrigens gerade ein, ich habe im letzten Part, glaube ich, gesagt, dass die Special Heartless... erst auftauchen, wenn man den Behemoth besiegt hat. Ah ja, die Puffungis.
Die Pufungis können euch Freudentau geben, von dem ihr auch ein bisschen was zu farmen braucht. Ich empfehle es euch aber nicht, denn es gibt eine bessere Möglichkeit, um Freudentau zu farmen. Will ich da jetzt echt zu Fuß hingehen? Eigentlich nicht. Ich möchte zu dem zweiten Herzlosen, aber ich möchte da gerne per Save Points hin, weil das schneller gehen wird. Ich muss euch tatsächlich für die schwarze Ballade leider sagen, ich kann euch keinen Tipp für das Hütchenspiel geben. Ich wäre selbst dankbar um einen. Es ist halt einfach nur ein irgendwie für einen selbst die beste Position finden, um dem, den man verfolgen muss, halt einfach am besten folgen zu können. Aber sie wurbeln halt so schnell ineinander. Damit werde ich zumindest nicht fertig, leider. So, der zweite besondere Herzlose, den wir suchen, ist der Pinkfungi. Und der ist oben am Baumhaus. Gucken wir doch mal, ob er uns behilflich ist und gleich auftaucht. Das ist übrigens jetzt der Fungi, weswegen wir das Phantom besiegen mussten, um ihn zu farmen. Um halt wirklich eine reelle Chance auf Freudensteine zu kriegen. Ansonsten wäre das nämlich ziemlich knapp. Ich habe ja... Ja, ich habe Stoppgar noch drin. So, wenn hier keine Gegner beim Reingehen spawnen, ist er da. Und bei dem ist er allerdings eine kleine Besonderheit. Er ist nämlich nicht von vornherein da. Wir müssen... Uppala. Habe ich jetzt eigentlich meinen Gedanken mit den Special Heartless noch ausgesprochen? Von wegen, ich hatte gesagt, die tauchen erst auf, wenn man den Behemoth besiegt ist. Ist Quatsch. Die tauchen normalerweise schon auf, wenn man die Welt geklärt hat. Also den Boss umgehauen hat. Und hier... Wenn der Pinkfungi auftaucht, sind hier drei normale Puffungi, die sich nicht bewegen. Die können an verschiedenen Stellen sein. Müsst ihr euch unter Umständen ein bisschen umgucken. Die können unter Umständen auch oben auf dem Dach sein. Oder auch ganz fies kann es sein, dass ihr hier mal rum müsst und dann ganz da drüben auf das andere Brett, dass er da auf dem Vorsprung steht. Und wenn ihr drei von diesen erstarrten Fungis geholfen habt, taucht gleich da unten der Pinkfungi auf. So, und ich werde mir mal eben kurz eine Hütte reinpfeifen. Und ganz wichtig, Luftkombo Plus können wir mal mit reinnehmen. Nehmt alle eure Dreiecksmoves raus, wie ich es hier mit Perforieren mache, und habt nur Ragnarök drin. Und ein kurzes Schlüsselschwert ausrüsten. Ist Centifol unser kürzestes oder geht es vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer? Ich könnte mir vorstellen, dass Heros sogar noch mal kürzer ist. Ja, Kukubita ist sehr lang. Oder Feenharfe. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Feenharfe sogar unser kürzestes ist. Ja, Feenharfe ist kürzer als Heros. Dann nehmen wir Feenharfe. So, und jetzt folgende Konstellation. Den Kopf anvisieren, da müsst ihr aufpassen, weil ihr könnt auch den Körper anvisieren. Ihr müsst den Kopf anvisieren. Dann Aerora, Stoppgar und Ragnarök spammen. Dreimal. Na, warum kommt das zweite Ragnarök nicht? Ich liebe es, wenn Ragnarök nicht automatisch kommt, wenn es soll. Und das hat nicht geklappt. Ihr wollt Ragnarök in dieser Zeit, wo er erstarrt ist, dreimal rauskriegen. Denn ihr müsst mindestens 40 Treffer auf ihm landen, um überhaupt eine 10% Chance auf einen Freudenstein zu kriegen. Dann habt ihr bis 60 Treffern immer weiter eine 10% Chance. Und ich probiere das jetzt nochmal. Und ab 70 Treffern habt ihr, glaube ich, eine 60% Chance. Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Ich muss leider sagen, ich habe den genauen Punkt nicht. Ihr wollt halt, dass dreimal Ragnarök kommen. Eine 20% Chance sogar nur. Und erst bei 100 Schlägen gibt es dann eine 100% Chance auf einen Freudenstein. Aber das Gute ist halt, 40 Treffer hat eine 10% Chance, 50 Treffer hat eine 10% Chance, 60 Treffer hat auch eine 10% Chance und 70, 80 und 90 haben dann auch jeweils einmal eine 20% Chance.
Was halt unterm Strich dann gar nicht mehr so schlecht ist. Und ihr könnt halt mit ein bisschen Glück... Oh, sie sind sofort wieder da. Sehr schön. Könnt ihr halt einfach da ganz gut was rauskriegen. Das ist leider halt... Es ist... Ich weiß nicht, wie man sich platzieren muss, damit Ragnarök halt wirklich zuverlässig kommt. Nein! Nein! Ah! Oh, nein! Da bin ich zu früh losgegleitet. Und runtergefallen! Es gibt wohl einen Punkt, an dem man sicher stehen kann und Ragnarök halt sicher dann kommt. Es ist halt echt knapp bemessen, weil das dritte Ragnarök rauszukriegen ist schon, knapp, sag ich mal. Oh, sie sind sofort wieder da. Sehr schön. Ich gucke immer einmal hier rüber, weil die können auch einmal hier unten im Netz sein. Die haben also verschiedene feste Spawnpoints, wo sie auftauchen können. Und natürlich... Ich hasse den, wenn der da drin ist. Das ist mir im Stream auch einmal passiert, dass ich dann runtergefallen bin und nochmal zurück musste. Und das war glücklicherweise in so einem Moment, wo... nach zigmal Raumresetten die blöden Pilze nicht gekommen sind. Da ist das dann ein wenig frustrierend. So. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, die MP-Kugeln, die die immer droppen, aufsammeln, um eure MP schön zu regenerieren. Ich persönlich pfeife mir aber sowieso eine Hütte rein, die mich voll heilt. Deshalb sind mir die MP-Kugeln von den Gegnern egal. So, probieren wir es nochmal. Wichtig ist eben auch, dass ihr das Aerora mit draußen habt, weil das macht ihm auch Schaden. So. Und Stopka und Ragnarök. Ich weiß, warum das dritte Ragnarök nicht gekommen ist. Komm, komm, Ragnarök, Ragnarök. Da ist es. Und ich hau einfach nochmal rauf. Das war gar nicht so schlecht, aber 60 sind es auch nicht gewesen. Vielleicht haben wir trotzdem einfach mal das Glück. Das waren nur 40? Da. Er kann mich einfach nicht leiden. Er kann mich einfach nicht leiden. Ach ja. Na gut, aber ihr habt den Pinkfunki gesehen. Vielleicht habt ihr das Glück, ein bisschen besser den Bogen rauszukriegen als ich, aber... mir liegt da leider nicht, muss ich sagen. Wobei ich... Wir machen jetzt noch einen Versuch. Kommt, ich bin hartnäckig. Ich möchte es halt gern einmal richtig hingehen. Das Schlimme ist, ich weiß, wie es in der Theorie funktioniert und wie es aussehen müsste. Aber ich krieg's halt nicht umgesetzt. Traurigerweise. Ich würde es aber so gerne umgesetzt kriegen. Jetzt muss er nur erstmal wieder spawnen. Tja, das könnte jetzt das größere Problem darstellen. Sieht zumindest ganz danach aus. Aber gut, wir wollen mal kurz etwas geduldig sein. Ich muss tatsächlich leider sagen, im Stream, für diejenigen von euch, die sich die Streamer-Aufnahme angesehen haben, die wissen es ja bereits, im Stream haben wir das hier eine Zeit lang machen müssen, weil es mal so eine Phase gab, wo sich die Funkis einfach mal so dachten, spawnen? Nee. Das Schlimme ist, im Stream habe ich ja sogar noch mit dem schwächeren Stoppzauber gearbeitet. Ja. Was halt einfach mal eine noch schlechtere Chance hat zu funktionieren. Als halt mit unserem besseren Stoppgar. Das Problem ist nur, Stoppgar macht es jetzt nicht unbedingt leichter, das dritte Ragnarök rauszukriegen und ihn halt wirklich effektiv zu farmen, sondern Stoppgar macht es überhaupt einfach nur möglich. Mit Stoppra kriegt man definitiv kein drittes Ragnarök raus. Eine Hütte will ich. Einmal Hütte.
daran kann man sich schon so ein bisschen herleiten, wie knapp bemessen das halt einfach mal ist. So, wir machen Aerora. Kopf anvisieren. Und stopp. Und ich hau jetzt einfach mal ein bisschen drauf, bis Ragnarök wieder auftaucht. Und das zweite Ragnarök. Ja. Okay, jetzt haben wir aber kein drittes Ragnarök, aber wir haben so ganz gut noch Treffer rausgekriegt. Vielleicht kommen wir... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf 60 kommen, aber man darf ja hoffen. Immerhin ist ein Freudenstein dabei rumgekommen. 60, 60, 60. Ich meine, 60 heißt halt immer noch nur 10%, aber wenigstens ist es halt 3x 10%. Es gibt Guides zu diesem Pilz auf YouTube, die auch gut zeigen, wie es aussehen muss. Aber ja, sollte ich irgendwie doch noch hinter das Geheimnis kommen, werde ich es euch mitteilen. Aber ich werde das ansonsten einfach offscreen machen. Aber ihr wisst jetzt grundsätzlich, was ihr machen müsst. So, dann gehen wir weiter nach Agrabah. Einen der unkompliziertesten Special Heartless Farmen. Nämlich die Scorpurne. Bei der ihr tatsächlich eine 5 und... Nee, ich glaube sogar höher. 35% käme mir gerade ein bisschen wenig vor. Ich weiß, dass es leider nicht 100% sind, weil ich hatte hin und wieder das Pech, dass er nicht gedroppt hat. Ich guck das mal eben schnell nach. Ja, doch, es sind tatsächlich 35%. Plus halt einen kleinen Bonus daraus, dass wir auf Donald und Goofy den Glückspilz drauf haben, was die Prozente halt nochmal nach oben drückt. Auf Sora werden wir ihn so bald nicht draufkriegen, denn wenn man sich am Anfang des Spiels für das Schwert entscheidet, kriegt man Glückspilz auf Sora erst mit Level 90. Ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden. So, wenn ihr hierher kommt und hier stehen diese Urnen, dann ist der Special Heartless da. Um ihn zu finden, beziehungsweise um eine 35% Chance plus Glückspilzbonus auf... wofür eigentlich Mithril-Tropfen zu haben, müsst ihr diese Vasen hier schieben. Und zwar so lange, bis ihr eine Vase findet, die ihr nicht schieben könnt, wie diese hier. Die Vase, die ihr nicht wegschieben könnt, ist der Special Heartless. Um eine hohe Chance auf einen Mithril-Tropfen zu haben, müsst ihr erst alle anderen Vasen kaputt machen, bevor ihr den Herzlosen angreift. Das ist im Endeffekt der Trick. Deshalb, so, die schieben wir ein bisschen weg. Wenn ihr die 11. Urne übrigens kaputt macht, habt ihr auch nochmal eine 10% Chance auf einen Mithril-Tropfen. Ansonsten einfach dann zum Schluss einmal auf den Herzlosen draufhauen. Der ist unverwundbar, bis wir ihn einmal reflektiert haben. Dafür müsst ihr ihn einmal anschlagen, um ihn überhaupt zu provozieren, dass er euch angreift. Und dann müsst ihr draufhauen. Er hat im Endeffekt Zwischenreihen immer wieder, das war zu früh, Zwischenreihen in seinen HP so kleine Zwischenpunkte, nenne ich es mal. Wenn er die erreicht hat, au, das war zu spät. Wenn er die erreicht hat, nimmt er keinen Schaden mehr und wird wieder unverwundbar, weil ihr ihm eine bestimmte Menge HP abgezogen habt. Es ist möglich, ihm beim ersten Mal genug Schaden reinzudrücken, dass der Punkt nicht erreicht wird, so dass ihr ihn quasi two-cyclen könnt. Was wir dieses Mal nicht schaffen werden. Ja. Doch, wir haben ihn getwo-cycled. Meistens werdet ihr beim three-cycle landen, dass er noch ein winzig kleines Fitzelchen HP übrig hat am Ende. Wenn das passiert, wird er in die Mitte des Raums laufen und einen Angriff machen, bei dem er haufenweise dieser schwarzen Kugeln vom Himmel regnen lässt, die am Boden dann eben diese Pfützen, die euch Schaden machen, erscheinen lassen. Ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm, aber halt ein bisschen nervig, wenn ihr ihn farmen müsst. Und wenn es euch so geht wie mir eben, dass alles gut läuft, kriegt ihr eben euren Mithril-Tropfen. Angenehmer, herzloser, easy zu farmen und zuverlässige Droprate, dadurch, dass man halt mit diesen 11 Krügen immer seine gute Chance hat. Dann kümmern wir uns um den zuverlässigsten aller Special Heartless, nämlich den in Monstro.
Der Part hier wird auch wieder ein bisschen länger sein. Das liegt jetzt aber prima an meiner Hartnäckigkeit bei diesem blöden Pinkfungi. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, wir wollen uns wieder von Monstro verschlucken lassen. Und ich werde euch auch entsprechend zeigen, bei Monstro, wie ihr gut Luzidsplitter farmen könnt. Mit Hilfe von Bambi! So, verschluck uns bitte endlich, dankeschön. Dieser Wal auch immer posen muss. Aber erst gehen wir zum Special Heartless, der sich hier rumtreibt. Und dafür wollen wir uns Items ausrüsten. Ich sag mal so, den Special Heartless zu farmen. Ihr habt eine 100% Chance, aber ihr müsst bereit sein, eure Final-Elixiere dafür zu opfern. Und ich meine wirklich opfern, denn es ist eigentlich eine Riesenverschwendung. Aber gut. Was tut man nicht alles, um Ultima ins Schlüsselschwert zu bekommen? Ich werde einfach mal kurz hier rüber. Wir müssen nämlich in den... Hoppala. In den Magen von Monstro. Da, wo wir gegen... Parasitakel... Wie hieß das Ding nochmal? Gegen den Endboss gekämpft haben. Und ich komme gerade hier nicht aufs Dach rauf. Lass mich auf dein Dach. Sora will sich aber auch nicht festhalten. Okay. Dann halt doch regulär da hoch. So, das heißt, wir müssen wieder dahin. Erstmal in die Speiseröhre. Ah, und hier haben wir gleich mal Rafungi. Von denen kriegen wir Freudentau, aber den holen wir uns nicht hier von ihnen. Denn sie hier zu farmen ist ziemlich lästig. In den Magen zu kommen ist gerade auch ziemlich lästig, weil ich gerade nicht hinkomme. So. Wir hüpfen in den Magen. Wir haben ihn schon mal getroffen bei unserer Aufräumaktion. Ich wusste nicht mehr, wie er funktioniert. Und er ist gerade nicht da. Schade. Dann nochmal den ganzen Weg nach oben. Der ein oder andere erinnert sich an den großen Augenwerfer, der hier unterwegs war. Der unverwundbar war, von dem ich nicht mehr wusste, wie wir ihm Schaden machen können. Da kommen die Finale-Elixiere ins Spiel. Da ist er. Ihr wählt euer Final-Elixier aus und ihr könnt es ihm geben. Und dann stirbt er und droppt euch ein bis maximal drei Cyanid-Tropfen. Die bekommt ihr hier von ihm. Ja, ihr könnt ihm auch andere Heil-Items geben. Dann, die killen ihn teilweise nicht instant. Und sie haben eine niedrigere Chance auf Cyanid-Tropfen. Ich persönlich verschwende hier aber... Lieber Final-Elixiere, muss ich tatsächlich sagen. Zumindest soweit man halt noch welche hat. Aber da ich sowieso immer mit meinen Items rumgeize wie nochmal was, ist es in der Regel kein Problem. Ich guck gerade, ob ich schnell genug das Startmenü aufkriege, bevor Gegner spawnen. Denn ich möchte kurz in der Ausrüstung auf den Examinator wechseln, damit wir gleich mit Bambi ordentlich farmen können. Wir brauchen jetzt im Endeffekt Zeug, das... Unser Rufen verstärkt. Die Kristallmitra. Ah, und das hier erhöht sogar nochmal erheblich. Sehr schön. Am besten Bambi schon gleich mal hier vorbelegen. Denn wir möchten in Bauch 6. Und da möchten wir nicht, dass Donald und Goofy Gegner besiegen. Und ich muss noch was umstellen. Wir brauchen nämlich Blitz gar ganz unbedingt. So, jetzt muss ich nur wieder gucken. Ich weiß, dass wir von hier aus nach Bauch 6 kommen, aber dass ich mich hier immer verirre, das ist ein offenes Geheimnis. Da ist es. So. Ihr betretet Bauch 6 und sofort, wenn ihr drin seid, noch bevor Donald und Goofy was machen können, Bambi rufen. Und jetzt lasset das Gemetzel beginnen. Denn Bambi ist da. Wird einmal noch von Sora am Kopf gestreichelt. Und sobald diese Katze vorbei ist, wollt ihr Blitzgas spammen. Ganz dolle viel. Um eure MP müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen, weil Bambi euch mit ausreichend MP-Kugeln versorgt. Und jetzt spammt ihr hier Blitzgas, bis keine Gegner mehr spawnen. Und wenn der Punkt erreicht ist, an dem keine Gegner mehr spawnen, dann hüpft ihr hier rauf und dann spammt ihr hier Blitzgas. Einmal nach oben hüpfen, weil hier oben Pyrozipfler erscheinen.
Dann spammt ihr hier Blitzgar, bis keine Gegner mehr spawnen. Und rennt hier einfach so ein bisschen den Weg runter. Und dann stellt ihr euch hier hin. Und hier spammt ihr dann Blitzgar, bis keine Gegner mehr spawnen. Und dann... Oh, da ist noch was gespawnt irgendwo. So. Oh, da ist nochmal was gespawnt. Mehr Blitzgar spammen. Wo sind die denn jetzt gespawnt? Achso, die sind da oben gespawnt. So. Und da ist auch noch eine... Ein Arachmid und da auch. Einfach alles mit Blitzgar erledigen. Macht euch keine Gedanken um eure MP. Hier oben tauchen auch noch ein paar Gegner auf. Ihr könnt ja auch einfach Blitzgar spammen. Und dann fliegt ihr noch hier hin. Und ihr habt es richtig erfasst. Hier spammt ihr Blitzgar, bis keine Gegner mehr spawnen. So, und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann geht ihr hier einfach am Ende nochmal alles durch und guckt, welche Items ihr liegen lassen habt. Das ist nämlich schon der ganze Trick. Wir können mal kurz gucken. Ich habe leider nicht aufgepasst. Ihr, die ihr ja jetzt habt, so ein bisschen passiv zugucken können, habt sicherlich mitgekriegt, wie viele Luzidsplitter dabei rumkommen. Es sind in der Regel tatsächlich... Oh, da liegt noch einer. In der Regel sind es oftmals so zwischen 3 und 5. Es ist halt Glückssache, aber ihr habt eine 60% Chance mit jedem Mal, wo ihr diese blaue Leiste bei Bambi füllt, auf einen... Luzidsplitter und hier kriegt er sie halt super schnell gefüllt. Ist der einzige Raum in Monstro, wo das so gut funktioniert. Und wichtig ist auch, ihr müsst es in Monstro machen. Denn je nachdem, in welcher Welt ihr euch befindet, kriegt ihr von Bambi andere Gegenstände. Und die Luzidsplitter gibt es halt nur in Monstro. So, damit hätten wir einmal auch das Thema Bambi-Farm gehabt. Und weil wir schon gerade dabei sind... Fliegen wir jetzt einfach weiter nach Nimmerland. Überspringen mal kurz die beiden hier. Mir kommt übrigens gerade ein Gedanke. Ich glaube, in Atlantica gibt es keinen Special Heartless. Ich überlege gerade, aber ich wüsste zumindest nicht, wo und was er droppen würde. Wir wollen... Wir wollen erstmal in den Lagerraum. Erstmal das Bambi farmen. Um euch hier zu zeigen, wie ihr an... Die Pyropsteine, glaube ich, waren es. Ne, die Rubinsteine. Damit ihr auch seht, wie das funktioniert. Und wo ihr das am besten macht. So. Jetzt... Na, komm her. Und erstmal ein Donnersplitter. Das ist übrigens der Raum, wo ich gemeint habe, hier könnt ihr super Zickzack-Zipfler farmen. Ich glaube, ihr seht jetzt, wieso. Warum bin ich eigentlich Leiter hoch? Wir können hier fliegen. So, hier wollen wir runter. Und im Endeffekt selbes Spiel wie ein Monstro. Sobald Gegner spawnen, wollen wir Bambi rufen. Kleines Manko ist halt, dass wir jedes Mal diese Animation hier mit ansehen müssen. In Kingdom Hearts 2 ist das tatsächlich besser. Da kommt die nicht jedes Mal, sondern nur das erste Mal, wenn, man's, wenn man das Rufen von einem Charakter in... in der Welt benutzt. Und dann ist es im Endeffekt hier dasselbe. Ihr rennt hier so ein bisschen durch und spawnt Blitzgar. Und dabei füllt sich hunderttausende Male diese Leiste im besten Fall. Wichtig ist halt, dass ihr viele Items und auch den Examinator ausrüstet, um eure Rufenzeit zu verlängern, denn wenn ihr so an die Vergangenheit zurückdenkt, da ist schon der erste Rubinsplitter, wenn wir Rufen im Let's Play benutzt haben, dann werdet ihr sicherlich bemerkt haben, dass diese orange Leiste sehr viel kürzer war. So, hier sind noch Herzlose. Ihr müsst ja leider ein paar Mal durchlaufen, bis halt wirklich alle Gegner gespawnt sind. Weil die teilweise also ein bisschen weit voneinander wegspawnen, wenn ihr das hinter euch habt. Mit dem ganzen Blitzgar-Gespamme. Dann habt ihr ordentlich viele Rubinsplitter und Rubinsteine. Und müsst die nicht irgendwo anders umständlich... im Wunderland bei den Turbo-Proppern farmen. So, ich glaube, das war's. Gut. Dann kommen wir jetzt zum lustigen Teil. Hier wollte ich gar nicht rein. Oder wollte... Doch, ich wollte hier rein. Passt schon. So. Halt, hier komme ich nicht mehr hoch. Jetzt muss ich erstmal wieder den richtigen Weg finden. Ich glaube, wir waren doch schon da, wo ich rein wollte. Erstmal wieder auf Hooks Schiff verlaufen.
Waren wir doch hier schon richtig? Ich glaube, ja, doch. Doch, doch, doch. Hier waren wir schon richtig. Hier wollen wir nämlich... Huch! Wo ging's wieder an Deck? Schiffsdeck, wo bist du? Ich muss ein bisschen die Decke im Auge behalten, weil wir müssen irgendwo nochmal durch dieses Bodengitter durch, glaube ich. Ach nee, Moment, müssen wir nicht da unten irgendwo erst? Ich glaube schon. Nee. Super. Erstmal wieder voll verlaufen. Und ich kann fliegen, verdammt. Ich sollte es auch tun. Ja. Vielleicht sollte ich es... Oh, wir haben nochmal einen Tech-Boost bekommen. Auch nicht schlecht. War es hier irgendwo? Das gibt's doch nicht. Wie kommen wir hier von dem Schiff wieder runter? Der Part wird mir schon wieder viel zu lange. Ich hatte eigentlich gehofft, das Item-Farming in zwei Parts abfrühstücken zu können. Können wir durch die Leiter doch nach oben? Ich dachte, da wäre jetzt dicht. Da ist auch dicht. Wie kommen wir wieder ans Schiffsdeck? Oh Gott. Können wir hier mal einen Kingdom Hearts Part machen, indem ich mich nicht irgendwo verlaufe? Da sind wir richtig. Oder doch nicht, oder doch. Oder ja, oder nein. Doch. Und da rauf, komm. So. Und dann wollen wir hier einmal raus. Jetzt müssen wir im Endeffekt wieder darauf hoffen, dass der Special Heartless auftaucht. Beziehungsweise müssen wir nochmal zurück, denn ich muss das richtige Schlüsselschwert ausrüsten. Ganz wichtig, jetzt wollen wir unser möglichst langes Schlüsselschwert haben. Das sollte Chocobo sein. Schaden ist tatsächlich völlig egal. Je nachdem, welcher Special Heartless auftaucht, an Schiffsdeck können zwei auftauchen. Falsch. Da wollen wir raus. So, dann schauen wir doch mal. Wenn hier ein Schattenquasar kommt, können wir gleich wieder resetten. Und sollte das irgendwann mal zwischenrein zu lange dauern, werde ich das natürlich rausschneiden. Ah, okay. Der erste ist da. Nämlich dieser Fisch hier. Von dem gibt's Juwelentropfen. Und er zieht euch Geld ab, wenn er euch trifft. Und er ist wahnsinnig schnell. Ihr müsst im Endeffekt so ein bisschen an ihn hin. Wenn er gerade diese Harpurons beschwört. Meistens müsst ihr dafür durch diesen Kugelhagel, der euch halt leider echt viel Geld abzieht. Das ihr glücklicherweise aber mit ausreichenden Charmeuren wieder eingesammelt kriegt. Man könnte theoretisch auch mit Magie arbeiten, aber dafür muss man nah genug an ihn rankommen. Und es gibt halt Juwelentropfen. Ganz unproblematische Sache. Der kommt auch irgendwie verdammt oft. Muss ich sagen. Dafür, dass man Juwelentropfen echt nicht viele braucht. Ah, und das sind die anderen Special Heartless. Nämlich die Rar-Fungi, von denen ihr Freudentau bekommt. Ich werde mal bei einem demonstrieren. Und zwar bei einem, der möglichst hier oben platziert ist. Ja. Wie ihr Freudentau formt. Das wird wahrscheinlich auch das Letzte sein, was wir in diesem Part tun. Und zwar, ihr begebt euch mit Sora in Schwebe. Und ihr mescht 100 Mal im richtigen Rhythmus X. Und das ist der Weg, wie ihr in diesem Spiel an Freudentau kommt. Denn die Ra-Fungis wollen balanciert werden. Maximal 100 Mal. Und je öfter ihr das richtig macht, umso höher die Chance auf Freudentau. Und das macht ihr am allerbesten hier, weil hier können 4 bis 5 spawnen. Und im Flug, wenn ihr den Gegner anvisiert habt, fliegt Sora automatisch zu ihm hin. Was bedeutet, ihr müsst ihn einmal anvisieren, in die Luft werfen und dann einfach nur ein bisschen Übung hier den richtigen Rhythmus kriegen. Jetzt habe ich es leider nicht hingekriegt. Und dann kriegt ihr ganz unproblematisch einen Freudentau von dem, weil die 100 Treffer hier zu erreichen ist gar nicht so schwer. Ich werde es jetzt nicht einmal komplett nochmal bei einem demonstrieren. Ich denke, man hat gesehen, auf was ich raus will. Ich habe sie früher immer in Halloween Town an
vor Oogie Boogies Haus gefahren, weil es da eine Stelle gibt, wo man sie zwischen einer Wand einklemmen kann. Aber das hier ist so viel angenehmer und den Freudentau kriegt man echt nachgeschmissen. Was einfach super ist. Also hier kriegt er ohne Probleme jede Menge Freudentau. Und ich finde, ihr habt relativ viele Frames, um in dem Rhythmus zu bleiben. Das ist das Schöne. Ja, das ist das, was es in Nimmerland quasi zu farmen gibt. Dann haben wir noch Halloween Town, Atlantica, Hollow Bastion und das Ende der Welt. Jeweils ein Special Heartless erwartet uns da überall noch. Ja gut, dann machen wir es halt auf 3 Parts. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, aber ich möchte echt nicht, dass die Videos zu lang werden. Und dementsprechend hoffe ich, das alles war jetzt wieder informativ für euch und euch hat dieses Video soweit wieder gefallen. Und ich hoffe natürlich sehr, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir das Item-Farming fertig machen und uns hoffentlich auch Ultima dann schon craften werden. Oder dann Anfang des nächsten Parts. Das kommt darauf an, wie viel ich offscreen noch farmen muss. Auf jeden Fall sage ich für heute Tschüssikowski, euer Pagu.